Herzlich willkommen zum 15. Türchen beim Hepcats Adventskalender. Ich zeige euch heute den Jazz Step Boogie Back. Dabei handelt es sich wieder um eine Jazz Step Figur, die einzeln betrachtet ein Two-Count ist und es werden aber 4 Stück aneinander gereiht, sodass 8 Zählzeiten entstehen. Ich zeige euch einfach erstmal von der Seite, wie der aussieht. 5, 6, 7. Bada, bada, bada. Bada, bada. Es besteht aus einem Kick und einem Ball Change. Also es ist ein Kick, Ball Change. Ich starte mit dem rechten Fuß und mache einen Kick und dann kommt ein Ball Change. Also Ball im Sinne von ich stelle mich auf meinen Fußballen und wechsle nochmal den Fuß. Also es ist ein Kick, Ball Change. Die ganze Figur wird nach hinten getanzt, deswegen Boogie Back. Und das sieht also folgendermaßen aus. Kick, Ball, Change, Kick, Ball, Change, Kick, Ball, Change, Kick, Ball, Change. Das Klatschen ist dabei wichtig, das kommt immer auf den Kick. Das ist ein Kick, Ball, Change. Und in Zählzeiten gesehen, der einzelne Kick, Ball, Change ist quasi ein 8 und 1. Also auf und ist der Ball und auf 1 ist der Change. Das ist ein 8 und 1. Und das Ganze 4-mal. Das Ganze kann man auch mit links machen. Sieht dann folgendermaßen aus. Ein Kick, Ball, Change, Kick, Ball, Change, Kick, Ball, Change, Kick, Ball, Change. Das war's. Das ist der Boogie Backwards. Wir sehen uns im nächsten Türchen.